Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video beschäftigen wir uns mal mit dem Begriff Gewinn. Der Begriff Gewinn in der Betriebswirtschaftslehre ist nämlich ein sehr schillernder Begriff, gewissermaßen ein Platzhalter. Welchen Gewinn meinst du denn, wäre vielleicht eine richtige Frage. Und da gehen wir zunächst mal im Rechnungswesen in die beiden großen Gebiete. Wir gehen in die FIBU, in die Finanzbuchhaltung mit der Aufgabe der Präsentation nach außen. Und wir gehen in die BIBU, die Betriebsbuchhaltung oder auch Kosten- und Leistungsrechnung genannt, mit, dem, mit der Aufgabe der internen Steuerung. Und in der FIBU haben wir die beiden Größen Ertrag, Minus Aufwand. Und das, was da unten übrig bleibt, ist je nachdem, welcher der beiden Posten größer ist, der Jahresüberschuss oder der Jahresfehlbetrag. Und das ist das, was wir in der FIBU den Gewinn nennen, den Jahresüberschuss. Im Falle des Verlustes Jahresfehlbetrag. In der BIBU haben wir die Begriffe Leistung, Minus Kosten. Und das, was da übrig bleibt, ist das Betriebsergebnis. Das Betriebsergebnis kann positiv sein, dann ist es der Gewinn und im negativen Fall ein negatives Betriebsergebnis ist es der Verlust. Und hinzu zur Verwirrung kommt noch, dass man in der Bibu oft auch rechnet, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Ja, eigentlich müsste man hier streng genommen Betriebsergebnis sagen, denn das ist der Saldo aus Leistung minus Kosten, das Betriebsergebnis. In der Bibo müsste man also streng genommen von Betriebsergebnis sprechen. Ja, das war's schon wieder. Wenn Sie sich für mich und meine Arbeit interessieren, wenn Sie sich für Produkte interessieren, die Ihnen das Lernen erheblich erleichtern können, dann schauen Sie unter Spaßlerndenk-shop.de. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön.